Hallo meine lieben Freunde, hier wieder Chris am Start und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Boxshoppen. Jo, heute geht es weiter mit der MZ. Mit der Demontage, den zweiten Teil. Diesmal soll sie komplett zerlegt werden. Alles in einem Video. Was ich aber im letzten Mal nicht geschafft hatte, weil ich ja leider weg musste. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, packen wir es jetzt einfach an, zerlegen wir sie und viel Spaß bei den Zuschauern, Freunde. So, und da würde ich erstmal sagen, fangen wir gleich mit dem schwersten an. Und zwar diesen fetten Monsterklops vom Motor rauszuholen. Das wird natürlich wieder ein ordentlicher Akt werden und Leute, bitte nehmt euch bloß kein Beispiel an meine Arbeitsschutzschuhe, weil die, wenn der Klops mir auf den Fuß fällt, ist er platt. Also mein Fuß meine ich. Nehmt euch da bloß kein Beispiel dran. Ja, aber dann würde ich sagen, tun wir gar nicht weiter dran, groß rumlabern, Vergaser abmontieren, Haltung ab und Motor raus. Alles versifft hier, Wahnsinn! Also wirklich Leute, da, ja, da muss wirklich einiges geschehen bei dem Motorrad hier. Einiges dran zu tun hier, aber kriegen wir alles hin, alles machbar. Alles kein Ding der Möglichkeit. Aber hier muss ich sagen, die kleinen Schrauben von der Vergaser, vom Vergaserflansch, die sind noch recht gut im Schuss. Also wahrscheinlich hat man da das letzte Mal was dran gemacht, weil die lassen sich relativ gut und einfach lösen. Und das ist eine schöne Sache. Aber ja, man sieht es auch, keinerlei Unterlegscheiben, nichts. Naja, das kriegen wir alles hin. Ja, wahrscheinlich doch erstmal besser den Seitenkasten abzunehmen. Hier haben wir was. Was muss runter? Die Platine muss runter. Das ist auch ganz schön miteinander verstrickt hier alles. Also mal die Geschichte mal in Ruhe angucken hier. So, die haben wir. So, das haben wir auch. Die Halterung für die Batterie auch abmachen. So. Und hier haben wir auch den Luftfilter. Thank you.
Massepunkte, die müssen auch noch ab. Das ist das Schöne, diesmal an diesem MZ-Projekt, und zwar, hier muss nichts umgeschweißt werden oder sonst da was. Das können wir alles so nehmen, wie es ist, und wieder montieren. Natürlich ein bisschen sauberer, besser, versteht sich, aber sonst, im Groben ist das Gerät so an sich. Also ich habe auf jeden Fall nicht so eine Arbeit, wie ich bei der R12 MZ hatte. Das habe ich hier in dem Punkt auf jeden Fall schon mal nicht. Und das ist auch, ja, das finde ich auch ganz gut so. Grau. Ja. Grau und Rot haben wir auf der anderen Seite. Ach ja, ich und diese Kabelbaumgeschichte. Immer ein Krampf. Sollte eigentlich möglich sein, das wieder hinzukriegen, obwohl ich geneigt bin, wieder dazu zu tendieren, auch hier eine Wabelzündung zu verbauen. Weil die halt einfach vom Grundprinzip her viel leichter zu handhaben sind und auch viel leichter einzustellen, und die laufen halt eben immer, finde ich. Herrschaften. Oh Gott, Leute, ich ahne Fürchterliches. Ha, hat geklappt. So. Ein, zwei Tricks habe ich auch noch bereit. Und Leute, ja, falls ihr das seht, nein, ich habe mich nicht mit Wasser übergossen, ich schwitze wie verrückt. Das ist eine Wärme hier in dem Schuppen, das ist irre. Quasi Werkstatt mit Sauna. Auseinandergenommen, das ist auch meine erste jetzt. Ja, noch hier ist auch was, okay. Also,
doch zuerst einfach den Motor raushängen, wie es bei der TS war, ist hier nicht möglich. Also hier muss wirklich nach und nach alles abgeschraubt werden einzeln. Sonst hast du hier keine Chance, hier irgendwo ranzukommen. Also das ist doch schon ziemlich arg so konstruiert oder so gemacht, dass das nicht mehr so einfach geht, hier das hier einfach mal so den Motor auszuhängen. So, das bedeutet, dass wir jetzt auch, wenn wir jetzt hier den Herzkasten weiter auseinandernehmen wollen, weil wir nicht überall rankommen, dass wir das ganze, die ganze Heckcollage hier abbauen müssen, um da ranzukommen. Sehr schön. Machen wir das auch. So, die haben wir auch lose. Jetzt muss doch mal langsam der Herzkasten hier kommen. Ja, sehr schön. So. So, sehr schön. Das haben wir auch. Aber ich muss. Also Leute, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, sollte das damals so sein? Das sieht so zugeschweißt aus irgendwie. Das muss ich mir nochmal genauer anschauen, weil ich glaube nicht, dass das so sein sollte. So, ich würde sagen, jetzt ist es soweit, jetzt können wir uns an diesen Klops vom Motor wenden. Heiliger. So Freunde, geschafft. Das Schwerste ist geschafft, der Motor ist raus. Meine Güte, ist das. Boah, ey, Alter, dass die so schwer war, das ist Wahnsinn heftig. Aber es ist machbar. So, jetzt möchte ich das ganze hintere Teil, also Hinterrad, Stoßdämpfer und Schwinge, möchte ich versuchen, in einem kompletten Stück rauszunehmen. Und ich sehe auch gerade, hier ist die Motorhalterung weggebrochen. Das heißt, hier brauche ich auf jeden Fall eine komplett neue Halterung. Ja. Dann würde ich mal sagen, brauchen wir erstmal hier 227 für die komplette Welle. Für die Verschraubung von der Schwinge. Und ich glaube ein 13er, um oben die Stoßdämpfer zu lösen. Das, was dann in einem kompletten Teil nach hinten rausziehen können. So, machen wir jetzt mal die Stoßis lose. Oh, die Schrauben sind auch hin. Völlig verkorkst, alles hier Wahnsinn. Sehr gut. Mensch, das ging ja besser als ich dachte. So, jetzt haben wir es.
Sie ist auseinander, bis auf Fußraste ist noch dran und Bremshebel und so, aber das ist nicht weiter wilde, das will ich ohne euch jetzt noch schnell dann auseinandernehmen. Und dann sind wir mit dem ersten Bruchteil schon fertig. Dann kann alles wieder sauber gemacht werden, neu lackiert werden alles und komplett neu, also wieder neu aufgebaut werden. Nach der Vorstellung, wie ich sie habe, also wie gesagt, eine kleine Anspielung auf GS, aber Leute, ich mache jetzt Feierabend, ihr seht selbst, mir läuft die Brühe wie blöde. Ich muss jetzt ansehen. Also, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bei Boxschuppen, weitere Folge und Leute, die Hitze macht mich so, ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Bis zum nächsten Video. Ciao.